Geht es euch gut, Jahira? Ihr scheint ein wenig erregt. Wenn ihr was, sprecht lauter vor euch, kann ich nicht verstehen. Kommt schon, hört auf zu klagen. Offenbar ist nichts Schlimmes passiert. Ihr scheint erregt. Nein, mir geht es gut. Ich habe mich nur einen Moment lang ein wenig seltsam gefühlt. Dieser fette Bastard, der sich selbst Sklavenhändler schimpft, hat mich verflucht. Er soll verdammt sein. Was können wir tun? Wir könnten ihn verfolgen und von ihm verlangen, dass er den Fluch aufhebt. Nur, es tut mir leid, das zu hören. Ihr werdet dann wohl die Gruppe verlassen, oder? Aber das ist doch kein Problem. Wir gehen einfach in den Tempel und lassen dort den Fluch brechen. Gibt es da nicht Hafter, die helfen könnten? Ich habe gehört, dass auch El Minster zu den Haftern gehört. Also ehrlich gesagt, ich frage mich, warum ihr euch überhaupt Sorgen macht, wenn ihr solche Freunde habt. So arbeiten die Hafner nicht. Nein, ich bin mir sicher, dass nur derjenige, der den Fluch ausgesprochen hatte, zu fähig ist, ihn zu brechen. Wenn der Fluch auf mich abgestimmt war, widersetzt er sich vermutlich den konventionellen Maßnahmen. Dann werden wir sofort aufbrechen und diesen Pleuer suchen. Habt ihr irgendeine Idee, wo wir unsere Suche anfangen könnten? Ja. Es gibt etliche Möglichkeiten. Pleuer hat erwähnt, dass er in Armut lebt, was bedeutet, dass wir ihn im armen Viertel der Stadt suchen könnten. Das ist aber vermutlich nicht der schnellste Weg. Die Magier in seiner Gesellschaft haben nämlich seltsame Farben getragen. Vielleicht ist das eine Spur, die wir aufnehmen könnten. Fragt doch im Regierungsgebäude nach. Alle Magier in Katla unterliegen strengen Richtlinien und wenn dort jemand bereit ist, uns Auskunft zu geben. Er hat auch einen gewissen Belgard erwähnt, einen Händler, der dafür gesorgt hat, dass Pleuers Machenschaften aufgedeckt wurden. Dieser Händler ist öfters in der Schenke zur Kupferkrone zu Gast und vielleicht weiß der Wirt Bernhard, wo er sich aufhält. Ja. Gehen wir erstmal ins Regierungsviertel und dann in die Slums. Nun gut, obwohl ich irgendwann gerne auch versuchen würde, Belgard zu finden. Es ist schon einige Zeit her, seitdem wir uns unterhalten haben. Die Dienerin der Natur ist so, bereit. Sie ist verflucht, das heißt, ihre Stats sind jetzt, solange der Fluch hält, gesenkt. Ein Stück und auch ihre Lebenspunkte und ihre Rüstung und sowieso alles. Ich warte. Ja. Offizier Dörf. Geht weiter, ich warte auf jemanden und diese Leute sollen nicht verschreckt werden. Tut mir leid, dass ich euch belästigt habe. Kein Problem, ich wünsche einen schönen Tag. Warum sieht dieser Gast wie ein Elefide aus? Meine Mutter, ja, die segelt übers Meer und ist sogar Captain. Sie legt übers Knie den Mast, den Bart sich quer. Das habt ihr noch nie gesehen. Der Bart, der rannte ganz schnell fort und schrie und heulte laut. Er sagt, meine Mutter ist ein Ork und dass sie ihn verhaut. Er ruft zur Meuterei der Kuh und fordert ihren Kopf. Das bringt bei der Mutter nicht aus der Ruhe. Sie greift sich den Armtropf. Ach, Johnny, du bist ein armes Schwein. Denkst du, ich kann dich sehen? Und hätte es nicht sein müssen sein, dann wäre es auch nicht geschehen. Wenn der Sturmwind braust und am Segel zerrt, das Schiff sich hebt und senkt, dann wird auf dem Schiff wie ein Kind geplärrt, keiner mehr an die Beute denkt. Denn was ein echter Seebär ist, der macht sich keine Gedanken, der tut am Bord, was zu machen ist und fürchtet nur die Planken. Die ganze Mannschaft steht ihr bei und John fliegt über Bord ins Meer. Und heute noch hörst du Johnnys Schrei, wenn der Sturm braust, so richtig schwer. Und heute noch hörst du Johnnys Schrei, wenn der Sturm braust, so richtig schwer. Okay. Grazie. Bitte. Wenn ihr was bestellen möchtet, dann wettet euch an den Daumen. Du bist der Daumen? Wieso bist du der Daumen? Der Tag ist kalt und trüb, an dem der Daumen seinen Gästen nicht ein bisschen Gastfreundschaft gewährt. Tretet ein und seid dem Seeschatz herzlich willkommen. Und stört euch nicht an dem Haken hier. Kleines Präsent aus meiner Seefahrerzeit. Warum nimmt man euch den Daumen? Es wäre angemessen, mich der Daumen zu nennen. Daumen allein hört sich einfach nicht richtig an. Benannt nach dem Haken hier, logischerweise. Was ist das für ein Ort? Tja, ihr könnt mich ja als Hedonin bezeichnen, aber ich dachte immer, ich hätte hier eine Schenke. Habe oben auch einige Zimmer, falls ihr eins braucht. Besser als den Rausch auf der Straße auszuschlafen. Ihr wart als Piratenkapitän. Der Dame war ja ein Pirat, segelte auf dem exotischen Handelsrouten im Westen. Hab mich hier zur Ruhe gesetzt, nachdem ich das kleine Ding getroffen habe, das jetzt das Bett mit mir teilt. Ich muss jetzt gehen. Der Daumen wurde euch ja mit der Hand am Hut verabschieden, aber ich habe mir dabei fast bei das Auge ausgestochen. Entschuldigt also bitte das Versäumnis. Kommt mal wieder, im Seeschatz ist jeder willkommen.
Was ist mit dieser Dame? Ist es denn wichtig, danke, dass ihr nicht so nahe kommt. Die anderen Kunden hier stinken schlimm genug. So, was ist mit dir? Dich kann ich nicht öffnen. Ich kann mal kurz hier reingehen. Piraten. Wenn ihr es wollt. Noch mehr Piraten. Was? Irgendein Lump hat unser Versteck hier aufgestöbert. Ja, verdammt, ich habe diesem verfluchten Daumen eine Menge Geld für unsere Geheimhaltung gezahlt. Tötet den verdammten Spionkamerad, ich will, dass kein Wort davon nach außen dringt. Entschuldigung. Habe mich im Zimmer geirrt. Ich muss mich echt daran erinnern, wo nochmal genau die drei Lichgräber waren. Billy A. Alles, was ich brauche, ist ein Krokrock. Oh, der ist gemeint zu mir, der Große, der komisch aussieht. Ihr da, Frau, ihr erklärt besser mal, warum der Kerl da von euch auf den kleinen Kindern rumhackt. Und ihr erklärt mir besser, warum ihr einen Dieb beschützt. Kinder bedrohen, das haben wir nicht getan. Der Junge hat etwas gestohlen, etwas Wertvolles. Nun, für Minsk war es wertvoll. Nun, wie ist das mit dem Stehen? Wir werden keine Diebe beschützen, verstanden, Junge? Was hast du zu sagen? Ich, jemand erklärt uns das jetzt alles mal. Ihr, Frau, warum seid ihr hinter dem Bengel her? Minsk, willst du das erklären? Ich will, dass der Junge sein Verbrechen gesteht. Ich gestehe kein Verbrechen. Der große Mann hatte eine komische Ratte bei sich. Sie war traurig und sah ganz zerzaust aus, also habe ich sie mitgenommen. Bo ist niemals traurig, wenn er bei Minsk ist. Und Bo ist ein Hamster und sieht gar nicht zerzaust aus. Im Gegenteil, ist er rund? Dass alle Eichhörnchen neidisch auf ihn sind. Euer Hamster wurde gestohlen? Das ist alles, worum es geht. Ein Hamster mit dem Namen Bo? Hey, Wewig, vielleicht haben Sie ja Angst, dass es ihm ohne ein Herrchen ganz pelzig geht. Kichert. Hehe. Es muss schwer sein, wenn sein Hamster wegläuft. Das muss ich schon sagen. Haha. Mir kommen die Tränen. Delak wird jetzt weinen. Buhu. Das reicht. Habt ihr kein Mitgefühl? Hey. Wef, einer von euch kichert. Einer von euch quiekt noch ein Wort. Haha. Oho. Hehe. Ihr wagt es, über Minsk nur zu lachen? Fühlt, wie der Zorn durch Minsk Adern kocht. Seht ihr, wie die Berserker wurde in Minsk Augen tritt? Schmeckt, wie die stählerne Klinge der Gerechtigkeit in euer böses Lachen zieht. Zieht eure Schwerter. Minsk und seine großen Freunde Talisa werden euer blödes Grinsen heldenhaft in den Hintern treten. Tretet den Bösen. Beruhigt euch, Minsk. Wir wollen nicht unnötig Blut vergießen. Das reicht, Minsk. Sie zu töten würde euch Bo nicht wiederbringen. Los, Minsk. Bo wäre Schluss auf eure Taten. Nehmen wir das mittlere. Stiefeltritte. Wartet. Auf diese Art werden wir den kleinen Bo nicht finden. Selbst wenn ich diese bösen Männer niederschlage, wird Bo immer noch verschwunden sein. Was sollen wir tun, Talisa? Was können wir machen, damit Bo sicher zu uns zurückkommt? Es ist an der Zeit, dass uns Billy die Wahrheit über Bos Verschwinden erzählt. Niemand anderes kann uns helfen. Ich denke, Billy sollte uns verdammt nochmal die Wahrheit erzählen. Ich sage dir nichts und du kannst mich nicht zwingen. Bäh. Außer du gibst mir 50, nein 500, nein 5000 Goldstücke, genau. Eine Rotznase wie dir, ich werde dich zerquetschen. Du musst verrückt sein. Ich könnte 50.000 Hamster für das Geld kaufen. Ich werde dich zerquetschen. Da kriegt ihr eure stinkende Ratte eben nicht wieder. Ich werde Minsk auf dich loslassen, Kleider. Gut, ruhig jeder. Ich bringe mir dazu, euch zu erzählen, wo die Ratte ist, wenn ihr mir einen guten Grund dafür gebt. Vertraut mir, wollt nicht, dass Minsk wütend auf euch wird. Keine schöne Sache. Außer natürlich, ihr findet ausgerissene Kiemassen und einen blutigen Tod schön. Ich brauche keinen Grund, ich weiß, dass es richtig ist. 50 Goldstücke, reicht das? Hier sind 500 Goldstücke und jetzt bringt das Kind zum Reden. Das ist ein guter Grund. Billy, macht die Klappe auf. Ihr seid auch gemein, Mann. Gut erkannt. Ich werde dir eine ordentliche Tracht Prügel geben, wenn du nicht damit rausrückst, was mit der Maus von diesem Typ
passiert ist. Hamster! Egal. Ihr würdet das nicht sagen, weil wem wo zorniger Blick auf eure Brust gerichtet wäre. Euer Ehre auf beide Füße, würde ich meinen. Unterbrecht mich nicht, wenn ihr euer Meerschweinchen haben wollt. Es ist so schwer zu verstehen, dass Bo ein riesen Weltraumhamster ist. Nun, Billy? Oh, schon gut. Ich habe den Hamster an einen komischen Halbling verkauft. Ich glaube, er hieß Smeffy. Ja, Bo verkauft an einen komischen Halbling? Bo ist ein Helden-Weltraumhamster. Man kann ihn nicht verkaufen. Aber du hast das getan, kleiner Junge. So viel Bosheit auf so engem Raum, das lässt Minz vor Schreck erblassen. Böser Bo-Verkäufer, führe meinen gerechten Stiefel auf deinem Hinterteil, auch wenn du klein bist. Ihr tut mir nicht weh, ich bringe euch zu Smeffy. Er wird euch den Hamster zurückgeben. Ja, ich werde meinen Stiefel zurückhalten, bis Bo wieder sicher bei mir ist. Aber ich werde dich beobachten, Junge. Glaub nicht, dass du nochmal weglaufen kannst. Natürlich nicht, Herr. Folgt mir. Okay. Wenn das nicht wieder der kleine Billy ist, hast du noch mehr fabelhafte Tierchen für mich, Kleiner. Natürlich nur die klügsten. Ja, ich habe noch 6 Affen für euch. Macht's gut, Herr. Das Kind muss noch einige Mal lernen, ja. Das ist aber eine hervorragende Quelle für wahr, das muss man ihm lassen. Nun, müde Wanderer, sucht ihr nach einem Tiergefährten oder auch zwei mit sanften Pfoten, euch auf euren Reisen zu trösten? Die Sorte ist ein Gräuel, warum sind diese Tiere in so kleine Käfige eingesperrt? Ihnen wird das Recht herumzutollen verweigert. Minz wird diese Tiere von diesem garstigen Mann befreien. Du wirst wieder süßen Klee fressen, Kuh, du wirst wieder fröhlich mit dem Schwanz wedeln, Häschen. Draußen auf der freien Ebene, du wirst wieder deine Eier an unpassenden Orten legen, Huder schwört Minz. Oha, mein großer Freund, die einzigen Tiere im Käfigen hier sind die, bei denen es nötig ist. Seht ihr Schauder dort, der würde die armen Flausch hier im Handumdrehen verschlingen, wenn ich ihn nicht im Käfig halten würde. Ich sag ja nicht, dass Katzen und Hasen keine Freunde sein können, aber die haben eine Menge miteinander auszumachen. Hm. Wenn Bo hier wäre, würde ich euch zustimmen. Oft hat sich sein Fell gesträubt, weil ihm eine Katze hungrig angeschaut hat. Nun gut, Minz könnte diese Käfige nicht aufbrechen und er würde euch nicht im hohen Bogen hier heraus befördern. Freut mich, das zu hören. Wartet einen Moment, was ist das für dort? Dieser Ort ist Smeffys hochwertige Haustiere. Bestrebt für jeden einen Tiergefährten zu finden, sei es Halbling oder Halborg, Elf oder Zwerg, Mensch oder anderer Mensch. Ich bin besonders erfreut, heute einen herausragenden Waldläufer bedienen zu dürfen. Wie habt ihr herausgefunden, dass Minz ein Waldläufer ist? Ihr müsst fast so klug wie Bo sein oder so klug wie Talisa hier. Eine einfache Schlussfolgerung, mein tierliebender Freund. Nun, wer ist dieser Bo? Bo ist ein riesenheldenhafter Weltraumhamster. Riesen? Ich werde ein. Ich kann hier keinen Hamster sehen, riesig oder nicht. Nein, Bo ist taschengroßer Riesenweltraumhamster. Ich verstehe, und ihr sucht wohl nach einer kleinen Freundin für Bo. Ein festkleines Hamstermädchen als Mutter für einen kleinen Bo. Nein, Bo ist noch nicht bereit, Vater zu werden, obwohl ich jetzt denke, dass kleine Bos wirklich niedlich wären. Aber nein, ich bin sicher, weil ich bin hier, weil Bo weg ist und ihr habt ihn. Vermutlich macht ihr gerade jetzt kleine Bos aus Bo. Gebt ihn sofort zurück. Ihr denkt, ich habe einen Hamster. Halt, wartet. Billy hat mir vor nicht viel mehr als einer Stunde einen hübschen kleinen Hamster verkauft. Was glaubt ihr, Minz? Könnte das Bo sein? Es gibt keinen besseren Hamster als Bo, aber er hat euch nicht gesagt, dass er bereits zu Minz gehört. Warum würde er so etwas tun? Das war euer Hamster und sogar der Tiergefährte eines Waldläufers. Was für eine großartige und noble Kreatur. Hätte ich das gewusst, hätte ich diesen Billy nie abgekauft, obwohl er mir ein Goldstück, obwohl er mit einem Goldstück ein Schnäppchen war. Ein Goldstück? Wer war Bo nicht wert? Eigentlich war er am Ende 50 Goldstücke wert, nachdem ich ihn verkauft hatte. Ihr habt Bo verkauft. Wir werden kleinen Bo nie finden. Wir gehen im Kreis Talisa. Minz versteht jetzt die Grausamkeit eines Hamsterrads. Oh weh mir, klein Bo ist für Minz auf ewig verloren. Lang werden die Spuren deiner Hamsterpfoten in meiner Erinnerung verhinternehmen, lieber Bo. Wartet einen Moment, euer Hamster muss nicht verloren sein. Ich würde euch das nicht erzählen, aber ich sehe, dass der Hamster einen besonderen Platz in eurem Herzen einnimmt und er schmerzt mich, so gute Freunde getrennt zu sehen. Ich habe ihn an eine junge Frau namens Elenia verkauft. Sie sagte irgendwas davon, ihm das Schwimmen beizubringen. Dass das Schwimmen beibringt, das ist schlimmer als Piraten. Sie muss wirklich ein böses Mädchen sein, wenn sie ihm solche Dinge lehren will. Also, wo ist dieses Gehör, Elenia? Raus damit, Halbling. Oder wollt ihr, dass ich es aus eurem Hals herausreibe? Habt ihr irgendeine Idee, wo sie lebt?
Nun, 50 Goldmünzen sind eine Menge für eine junge Frau. Ich schätze, sie kommt aus diesen netten Häusern im Regierungspark. Ihr solltet es dort versuchen. Danke für eure Hilfe. Kein Problem, viel Glück auf eurer Suche nach eurem Hamster, werte Dame. Eigentlich ist es Bos Hamster. Schwerter statt Wörter. Wir müssen uns beide und jeden Boden überprüfen, Talisa. Bo ist in Gefahr oder unter Wasser. Beides ist schlecht. Also es gibt ja nur die Brunnen hier und den Brunnen hier unten, aber es ist mal wieder Cut-Zeit. Also speichern wir LP011. Wir haben leider nicht viel geschafft. Aber neue Nebenquests an Land gezogen. Zum Beispiel Shahira verflucht, Minz braucht Bo und so weiter. Also, nehmen wir das nächste Mal in Angriff. Bis dann.